La journée franco-allemande, c'est d'abord une date symbolique puisque c'est l'anniversaire de la signature du traité de l'Élysée en 1963. Ce traité consacre une relation particulière entre la France et l'Allemagne et c'est devenu, depuis 2003, à l'initiative de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder, l'occasion d'une journée particulière où on célèbre l'amitié entre nos deux pays. Pour nous, im deutsch-französischen Jugendwerk, ist der 22. Januar Jahr für Jahr ein Festtag. Denn die Geburtsurkunde des DFJW war der Élysée-Vertrag. Vor zwei Jahren wurde dieser mit dem Vertrag von Aachen bekräftigt. 9 Millionen junge Menschen konnten sich seit 1963 in deutsch-französischen Jugendbegegnungen kennenlernen und austauschen. Einer davon war auch ich. Und darum danke Élysée, danke Aachen. Dans ce contexte si particulier de la pandémie et de ses conséquences, célébrer l'amitié qui unit nos deux pays, c'est aussi célébrer la solidarité. C'est se rappeler que des hôpitaux allemands ont accueilli et soigné des patients français. C'est aussi célébrer le moteur franco-allemand qui, au printemps dernier, a initié le plan de relance européen. Und so ist in diesem besonderen Jahr der deutsch-französische Tag die Möglichkeit, um auf digitalen Wegen die Themen junger Menschen in Deutschland und Frankreich voranzubringen. Danke an all die Partner, die das möglich machen. J'organise la journée franco-allemande tous les ans. Cette année, nous avons prévu de nombreuses animations et notamment le projet Berliner Street Art mené auprès d'élèves de 3e germaniste et de SECPA. Car la journée franco-allemande, c'est aussi l'occasion de faire découvrir l'Allemagne et sa culture aux autres élèves de l'établissement. Mit der Corona-Krise passen wir uns an und organisieren dieses Jahr ein Chanson-Atelier mit jungen Menschen aus der unmittelbaren Umgebung. Als deutsch-französischer Verein gehört die Feier des deutsch-französischen Tages im Januar einfach dazu, als Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft. En tant que jeunes ambassadeurs franco-allemands, nous vivons l'amitié franco-allemande tous les jours. Mais en cette année aussi particulière, nous sommes ravis de célébrer la journée franco-allemande à l'Université Grenoble-Alpes en proposant une conférence débat en ligne au sujet des défis contemporains du couple franco-allemand, à savoir la crise sanitaire, mais aussi les enjeux climatiques. Im Rahmen meines deutsch-französischen Freiwilligendienstes organisiere ich zusammen mit einer anderen Freiwilligen aus Deutschland und im Gruß Straßburg viele verschiedene Workshops sowie einen Online-Infostand während der Woche des deutsch-französischen Tages. Der deutsch-französische Tag ist für uns wichtig, da er auch jungen Menschen die Chance gibt, sich über Austauschmöglichkeiten zu informieren und grenzübergreifend Kontakte zu knüpfen.